In der Reihe der Emulation on Linie treffe ich heute unseren Postboten Andreas Horvath vor unserer Tür. Grüß Gott. Hallo. Sie sind unser Postbote, also Sie kommen jeden Tag und bringen uns die Post. Was besonders fein ist, Sie kommen sogar immer rein und bringen uns die Post. Das ist super Service. Zwar nicht üblich, aber... Ist ebenerdig und deswegen wahrscheinlich nicht so schlimm. Genau. Wie ist denn Ihr Name? Horvath Andreas. Und Sie sind Postbote vom Beruf, oder? Ja, Postbeamter seit fast 30 Jahren. Wahnsinn, das ist lang. Bei 30 Jahren kann man ein Jubiläum feiern. Ich kann noch nicht ins Pension gehen. Ich bin noch zu jung. Wie lange haben Sie noch? Bis 65. Ja, aber wie viele Jahre sind das? Das wären noch 15 Jahre. Mhm. Ja, da wird noch einiges an Briefen ausgetragen, oder? Ja. Wann fangen Sie denn an in der Früh? Also, wie kann man sich Ihren Tag vorstellen? Ich stehe um 3:30 in der Früh auf. Jeden Tag? Ja. Wie viele Tage in der Woche? 5 Tage in der Woche. 5 fange ich an. Und da holen Sie zuerst die Post? Ich muss zuerst einteilen, die Gangordnung. Selber? Das muss ich selber machen, ja. Mhm. Je nachdem, wie die für die einzelnen Häuser halt. Ne? Wie viele Häuser sind das oder Straßen? Kann man das beschreiben? Es sind ungefähr 900 Haushalte. Wahnsinn. Häuser kann ich nicht genau sagen, aber Haushalte sind ungefähr 900. Wie viele Straßen in etwa? Es geht von der Kälperstraße weg, dann die Neubaugasse, Blendplatz, Stockergasse, Marie-Hilfer-Straße, Marie-Hilfer-Platz, Südtiroler-Platz, Versackengasse, Stiegergasse, dann Lendkei bis zum Hofer auf wieder. Mhm. Dann noch einmal zum Weinplatz haben wir. Eine richtige Runde also. Und Sie schieben das Wagerl, gell? Sie haben so ein Wagerl, ist kein Motor drin. Ist kein Motor drin. Manche haben ja ein Fahrrad und manche sogar ein Moped. Ja, das sind die, wenn der Zustellbeginn weiter weg ist, dann kriegt man entweder ein Fahrrad oder ein Moped oder ein lauter Auto. Mhm. Und arbeiten Sie mit anderen gemeinsam oder eher allein? Also sind Sie ganz allein zuständig für dieses Gebiet und haben Sie Kontakt zu anderen Briefträgern? Ja, schon, in der Zustellbasis. Haben Sie auch Zeit zum Sprechen? Und nicht viel. Haben Sie Kontakt so immer wieder? Privat weniger. Ja? Und gibt es so Besprechungen, wo Sie Dinge besprechen mit der Post? Darf man das sagen? Ich meine, ich stelle mir vor, wie wir arbeiten. Alle Monate so eine Schulung oder Info einfach, wo alle zusammenkommen. Wo man sich so trifft. Wo der Chef dann sagt, wo es Neues gibt oder so. Mhm. Und waren Sie immer schon Briefträger? Nein. Was? Seit voriges Jahr September bin ich Briefträger. Ach so, und davor waren Sie einfach bei der Post? War Bahnpost im Verteilzentrum oben, wo ich kurz ein Jahr, dann wie ich angefangen habe, dann war ich Bahnpost. Dann war ich LKW-Fahrer. Aha. Und jetzt bin ich aber immer Briefträger. Für die Post? Immer für die Post, ja. Seit knapp 30 Jahren. Aha. Wahnsinn. Treu geblieben. Einer Institution treu geblieben, kann man auch sagen, ne? Ja, vorbelastet. Der Vater war schon bei der Post, mein Bruder ist bei der Post. Verstehe. Das ist oft so, gell? Man stellt sich ja das so vor, also am Land zum Beispiel, da kennt man das, dass man oft so eingeladen wird als Postbote nach Hause. Also wenn man reinkommt, dann, bei meiner Oma war das so, der Postbote hat immer einen Kaffee und einen Kuchen gekriegt. Ist das hier auch so? In der Stadt nicht. Schade, oder? Normal nicht, ne? Nicht leicht.
Würden Sie sich freuen? Es geht sich zeitmäßig eigentlich fast nicht aus, dass ab und zu mal ein Kaffee in ein Gasthaus, ja, das kommt schon vor, dass man was kriegt. Und so Kontakt zu den Menschen, denen Sie die Briefe und so bringen, haben Sie nicht? Wenig. Die meisten sind eh nicht daheim, die arbeiten nicht. Ne? Stimmt. Aber Sie kennen die Leute hier eigentlich schon ganz gut, oder? Ja, teilweise. Manche gar nicht. Weil sie arbeiten. Ja. Okay. Was habe ich noch für eine Frage? Fällt Ihnen noch was ein? Ist es sehr unangenehm? Ja. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ja, macht ja nichts. Ich mache das auch nicht oft. genau. Wenn es regnet, ja, dann müssen Sie trotzdem gehen, oder? Ja, klar. Da haben Sie dann einen Postregenschirm? Oder einen Regenschutz? Gar nichts? Das. Das heißt, die schönen Tage. Kapperl. Ein Kapperl? Ja. Die schönen Tage sind schon sehr angenehm. Lustiger eigentlich. Jetzt ist es nicht mehr so lustig. Jetzt. Das ist die Kälte und den Schnee nachher ist auch nicht so lustig. Die frage ich jeden im Interview. Also meistens frage ich ja immer irgendwelche Leute, die in einem Büro arbeiten oder so. Und da geht es darum, um den Begriff Faulheit. Dazu sage ich Ihnen kurz. Faulheit? Ja. Und zwar deswegen, weil, ich sage es Ihnen, ich schneide ich nachher raus und dann stelle ich noch eine Frage dazu, dass Sie richtig antworten können. Ich sage Ihnen nur, warum. Und zwar, für mich ist es so, ich arbeite sehr viel und ich wundere mich eigentlich immer, dass man nie sagen kann, Mann, bin ich faul. Verstehen Sie? Man kann nie sagen, ich tue nichts, sondern mir kommt so vor, man muss immer sagen, ja, ich habe so einen Stress und man muss auch extrem viel arbeiten und es ist wenig Platz für Faulheit. Beziehungsweise hat es einen schlechten Stand. Gut, jetzt kommt meine Frage. Ja? Was denken Sie über den Begriff Faulheit, beziehungsweise wie hat er in Ihrem Alltag und in Ihrem Leben einfach Platz? Ich bin sehr oft faul. Wenn schlechtes Wetter ist, Wochenende, da mache ich extrem Couching. Und mit schlechtem Gewissen, oder ist das für Sie in Ordnung? Das ist in Ordnung. Sie haben anscheinend ein gutes Gefühl. Da liege ich auf der Couch und der Fernsehen. Den ganzen Tag arbeiten sein muss. Und Sie haben kein Problem damit? Und scheint es Ihnen, als ob in Ihrer Umgebung das vielleicht man manchmal nicht so gerne sagen sollte, nicht so erwähnen sollte, oder ist das okay? Das ist okay. Das ist aber jeder, wie er will, oder?